That's. How you doing today? Not right now, Terrence. No, it's good. Look, not now. You hear me? Okay. You knew that. Hat sich genau der Richtige vorne hingestellt. Und das ist jetzt hier der Schwarzmarkt von Apokalypse Haven, oder? Komm, wir mal nicht ulkig hier. So nicht. Was hältst du? Yeah, was geht denn hier ab? Fight Club. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber irgendwie sehen viele der männlichen Hauptdarsteller aus wie Nathan Drake. Das beabsichtigt ist, oder ob die dieselbe Engine nutzen, ich weiß es nicht. Die haben alle diese Gesichtszüge. Gucken wir mal, ob der alte Mann auch so aussieht. Nein, du siehst aus wie ein Mensch. Das ist schön. Gut zu sehen, dass es auch noch normale Menschen gibt. So, dann wollen wir mal gucken, was der Gutze hier zu sagen hat. I'm looking for Robert. He come through here? Half hour ago. He went back to the wharf. He's there now. Naja, viel hat er ja nicht zu sagen gehabt, aber das ist halt eben auch sein Job. Er ist Türsteher. Er muss nicht viel sagen, er muss einfach nur zuhauen können, wenn es drauf ankommt. Das akzeptieren wir mal. Und das sieht nach dem ersten Shootout aus, denn so wie die Dinger hier angeordnet sind, würde ich sagen, gibt es hier gleich eine wilde Ballerei. Let us through. You guys need to turn around and head back if you know what's good for you. Our beef isn't with you. We just want Robert. You don't want to do this. Turn the fuck around and leave now. I'm not going anywhere without Robert. Bitch, I will bash your skull unless you turn around and get your dumb ass out of here. Fuck this. Take cover! Als hätten wir es gerochen, gibt's jetzt hier was zu schießen. Und das begrüße ich eigentlich ganz gerne. Denn wir werden mal sehen, wie das vonstatten geht. Auch wenn ich gar nicht weiß, wie ich hier zielen kann. Nee. So auch nicht. Aha, okay. Wunderbar. Schießen wird dann wahrscheinlich hier hinten sein. Freundchen. Nee, doch nicht. Wo ist denn hier Schießen? Ach, hier oben. Danke, lieber Alex. Dafür. Naja, mach mal Kuckuck. Zu fein gemacht. Hast du ein Umlicht? Das Gute ist, im Gegensatz zu Resident Evil Revelations killen die NPCs tatsächlich auch. Das ist ja wunderbar. Aber halt nur sehr selten, weil du größtenteils sehr später mit Ellie unterwegs bist, die keine richtigen Waffen halt oftmals benutzt. Okay, gut, sie benutzt sie tatsächlich schon, aber sie ist halt nicht so gut wie du. Es reicht schon, wenn sie tatsächlich mitmachen. Die machen richtig mit. Also da wirst du dich zwischendurch echt noch freuen. Ich komme. Da bin ich. Was gibt's? Willst du hier hoch? Denke auch daran, den Lauschmodus in Auseinandersetzungen. Der ist da wirklich sehr hilfreich. Naja, hier wusste ich jetzt, wo beide stehen. Da muss ich jetzt nicht lauschen. Mensch, und da steht doch, du sollst nicht reingehen. Aber ich mag das. Du hast das Spiel noch nicht kapiert. Und hepp! Danger, no entry. Mann, bist du erschöpft? Kannst du nicht mehr laufen? Mann, Frau, mit dem macht man was mit. Ach, jetzt kannst du wieder laufen, ne? Ah ja, ach komm, hör mir auf. Und wir wechseln in den Jogging-Modus. Oh, Treppe runter ist er tatsächlich ziemlich flott unterwegs. Over here, Joel. Das ist doch auch schon wieder so ein Schießareal. Ich komme. Jetzt beginnt die wilde Ballerei. More Robert's guys. Robert's guys. Two of our guys died trying to take Tess out. I guarantee that she and Joel are on their way here right now to get Robert. Dann zuckt sie mit den Schultern. Sagt, who cares?
Ich glaube, wir müssen die nicht mal, ich wollte gerade sagen, nicht mal anballern, sondern können die... Was macht sie? What the fuck? Okay. Nett. Madame ist aktiv. Sie ist aktiv. Und was ist mit Uwe? Wir schleichen uns an Uwe ran. Ich bin mir nicht sicher, ob der sich umdreht. Ich hänge mich mal kurz hier hin. Aber er guckt sich die Wand an. Und wehe, du drehst dich um. Dann kriegst du sowas von eine Kugel im Kopf. Das ist aber eine ziemlich hübsche Wand. Ja. Die ist sowas von toll. Ja, da. Staunst du aber. Ist da keine Waffe bei? Was bist denn du für einer? Der sterbende Schwan. Der sterbende Schwan, ja, ohne Waffe. Mensch. Hast du schon mal einen sterbenden Schwan mit Waffe gesehen? Ich schleiche mich mal hier ans Fenster, weil man weiß ja nie, ob da noch einer drin ist. Nicht nur einer? Ich wollte dir sagen, ich war down on Jordan Street. Ein Soldier showed up with a group of about 5 Sibs, all in handcuffs. Let me guess. Fireflies. Yep. They lined them up against the wall and bang, bang, bang. Bang, 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 bang. Da, 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 da. Yeah, I hear it's like that all through the city. They're cracking down on them hard. Got a dozen. Weiß nicht, ob es so schlau ist, wenn die sich unterhalten, den einen da jetzt wegzuzuppeln. Deswegen lasse ich das mal lieber sein. Aber die scheinen... Eine begutachtet jetzt den tollen Schrank. Und ich wandere jetzt hier rein und schnapp mir hier den anders hautfarbigen. Mensch, toll! Fein hast du das gemacht. Muss ich mich ja nicht mal um den anderen kümmern. Da muss ich dich mal loben. Ei, ei. Ja. Fass dich deine Berührung nicht. Fass mich nicht an. Dann don't nicht. Touch me. Okay, wir haben einen Schlüssel gekriegt. Der wird wahrscheinlich für irgendwas passen. Ich schleiche trotzdem mal lang, weil... Stop talking. Stop talking, genau. Und er passt. Er passt. Wonderbra. Hier können wir was werfen bestimmt. Ja, lauf durch mich durch, ist auch mal eine schöne Sache. Die Frage ist nur, wenn ich das jetzt werfe. Ja, dann kommen die jetzt drin. Einer bestimmt. Guten Tag. Dem könnt ihr das Ding wahrscheinlich voll an den Kopf flanken. Aber dann werden die anderen auch aufmerksam, oder? Wenn ich da einen Tipp geben soll? Gib mal einen Tipp. Ich geh mal hier nach vorne und gib du mal einen Tipp. L1 gedrückt halten und zielen damit. Das ist ganz gut, um die Leute abzulenken. Oder aber tatsächlich einen Schnellwurf machen, wenn dieses tolle Zeichen erscheint. Nur mit R1, dann kriegt er das Ding voll an den Kopf gesammelt und es herrscht kurz Verwirrung. Okay. Verwirrung ist immer gut. Und hepp. Wer macht denn sowas? Ja, und jetzt kommt er hier rum und haut mich. Na toll. Hättest du euch angreifen können eben. Ich bin gar nicht da. Naja, sie macht das schon fein. Und weil sie das so fein macht und die anderen jetzt hier irgendwo sind, gehe ich jetzt hier rüber. Hast du quasi nur geärgert mit der Flasche? Genau. Ja, schieß, schieß! Machen kaputt! Den alten Affen. Und einer war, glaube ich, noch. Ich kann ja mal lauschen, aber da sehe ich nichts. Hier sehe ich auch niemanden. Der wird sich wahrscheinlich noch drin verkrümelt haben. Nach oben glaube ich eher weniger. Here we go. Das heben wir mal auf. Ich höre ihn, aber ich sehe ihn nicht. Und ich wandere mal hier rüber. Und da sehe ich ihn auch nicht. Wo ist er denn hin? Ich wollte gerade sagen, da kommt er angerannt, aber... Das ich ist hätte noch einen Tipp zu lauschen. Das ist doch ein ganz wichtiges Tool.
Ja, ich habe ja gerade gelauscht, aber nichts gesehen. Ah, da ist er. Dann verpissel ich mich. Oh, scheiße. Fuck. Kann ich den auch nahkampfmäßig? Oh Gott, schnell weg. Viereck. Viereck ist Nahkampf, okay. Ich hab von dir gehabt, fuck with me. Hat ja mal noch ein paar Mumpeln. Ach, ich hab keine mehr. Das Witzige ist, du hast gerade ein perfektes Zitat gebraucht aus The Last of Us. Manchmal rufen die Gegner, don't fuck with me. Soll er sich mal wagen? Wie kannst du es wagen, es zu wagen? Wenn ich es wage, es zu wagen. Komm her hier. Habt ihr schon gesehen? Wie war denn hier eigentlich tauschen? So, so, wunderbar. Mann, hau doch mal ab, Frau. Ja, du mich auch. So nicht, Kollege Schnürschuh. Jetzt können wir hier nochmal ein paar Mumpeln nachhauen. Ich hoffe, da steht jetzt keiner oben. Okay. Fick dich. Fick dich. Fick dich. Letzte Fick dich übernahm die Gutste. Oh, wenn du gut sagst. Ups. Mal hier schnell eine Kugel. Rinhauen. Kleines Ärzteköfferchen. Flaschen haben wir noch. Hier ist jetzt, glaube ich, nichts mehr weiter los. Messerchen. Warum nicht? Schleichen, um Messer zu benutzen. Okay. Anscheinend ist von diesem Messer das MHD schon lange überschritten. Deswegen zerbricht es bei Benutzung. Tatsächlich ist es auch eine Übersetzungsschwierigkeit gewesen, weil das, was du aufgesammelt hast, heißt nicht Knife, sondern Schiff. Also sprich Klinge. Es ist eine improvisierte Klinge, bestehend aus einer Schere und Klebeband. Okay. Und die brechen halt leicht ab. Der Witz ist, dass tatsächlich auch an anderen Stellen Messer vorhanden sind, aber du rennst immer mit diesen Klingen rum. Was natürlich einen gewissen Überlebensfaktor noch einbringen soll. Dass du eben alles, was du hast, nur improvisierst. Das kann man doof finden, aber ich finde das eigentlich ziemlich clever, weil du haushaltest viel stärker mit deinen Ressourcen auf die Art und Weise. Muss man mehr oder weniger ja auch. Genau. Und, der hat hier so ein bisschen Hirnmasse verloren. Den hast du auf jeden Fall hübsch zugerichtet. Aber ich frage mich gerade, was, wo und wieso? Wo geht's lang? Da hinten wohl eher weniger. Hab ich was verpasst? Ich guck mal, wo Ursel ist. Da wird mir wahrscheinlich schon viel. Ach, guck an. Viel von sich selbst erklären. Und selbst dafür ist sich Madame zu fein. Aber ein Chauvinist. Oha. Hübscher Kerl. Na, das ist ja toll. Achte auf deine Vorräte. Es wird der Serious Shit los. Der Serious Shit, ja. Ab jetzt wird Serious Sam is what I am. Haben möchtest. Und ab hier macht das Spiel das wahr, was Batman die Arkham-Serie nur vorgegaukelt hat. Nämlich freie Entscheidung, ob du tötest, wen du tötest, ob du überhaupt tötest. Und wenn ja, warum? Das alles und noch viel mehr werden wir noch erfahren. Da hinten steht ein böser Bub. Den würde ich eigentlich ungerne jetzt schon entgegenlatschen, da der auch, glaube ich, in meine Richtung guckt. Machen wir das anders. Gehen Freund vom Lauschmodus bist du bisher nicht, wa? Nö. Weil ich ihn für momentan auch nicht für wichtig erachte, weil ich drücke ihn jetzt und ich sehe genau dieselben Personen, die ich so auch sehe. Also stimmt, weil die restlichen Personen entweder außer Reichweite sind oder stillstehen. Richtig. Und deswegen. Er ahnt ja auch halt bloß ihre Position und so weiter. Ja, gut, aber ich habe schon so viele Games, Schleichgames gespielt, die auch ohne solche Geschichten auskamen. Sicherlich. Dass es mir nicht sonderlich schwer fällt. Ich
fand es ja bei der Arkham-Serie schon so ein bisschen Gottmodus-mäßig, denn da schaltest du einmal kurz auf Select und daraufhin siehst du alle für immer. Metal Gear hat es auch gerade schön vorgemacht, wie es markieren ja, und daraufhin sind sie da. Man sieht sie durch Wände, auch wenn du gar nicht irgendwie am Lauschen bist. Und du kannst dich da hinten mal verfatzen, obwohl der ziemlich nah dran steht, glaube ich, um ihn irgendwie eins überzuzwiebeln. Kann mich ja hier auch nicht abseilen. Ja, bei manchen Spielen kannst du dich da seitwärts irgendwie abseilen. Was macht ein Trina eigentlich? Die guckt sich da mal alles an. Ja, die hält sich jetzt daran, was du tust. Okay. Naja. Solange die jetzt keine Scheiße baut, ist mir das eigentlich royal. Die baut keine Scheiße. Die lässt sich weder sehen, noch macht sie irgendeinen Mist oder irgendwelche Über... Also ich kann dich sehen. Und die da andere Idiot eigentlich auch. Nur die Sache ist jetzt, auf der Ecke sind mir jetzt eigentlich fast schon zu viele Gegner, um jetzt hier einfach loszupreschen. Und ich weiß nicht, ob ich den hier vorne einfach so eins überziehen kann. Wahrscheinlich eher nicht. Ich finde es persönlich sehr witzig, weil du warst auch bei Metal Gear oftmals so präventiv, dass du dadurch erst die horrormäßigen Szenarien heraufbeschworen hast. Richtig, ja. Richtig. Und ist die Frage, willst du riskanter vorgehen oder weiterhin so bleiben? Ich könnte natürlich jetzt auch die wilde Ballerei loszetteln und hier wahllos Leuten die Rübe wegzwiebeln. Aber ich werde jetzt gleich in die Offensive gehen, sobald Olaf hier hinter dem lustigen Rollding nicht mehr zu sehen ist. Aber der ist da hinten. Ich weiß nicht, wo der jetzt hingeht. Und dann gehe ich voll in Action. Was ist Nahkampf? Viereck. Aber das macht natürlich Geräusche und die Person reagiert auf dich. Okay. Ich kann höchstens noch einen kleinen Tipp geben, aber es kommt ganz auf dich an. Moment. Ich wundere mich jetzt nur, dass er da hinten jetzt so lange rumsteht. Und sich kein bisschen bewegt. Die Laufwege sind nicht routiniert. Ja, das ist schon okay so. Okay, er läuft. Schorsch wird auch laufen. Und ich bin nicht nur gut, ich bin fast schon richtig geil. Gesagt. Gut gesagt ist halb gesprochen. Oh. Ah, da guckst du, wa? Was der alte Mann hier so treibt. Die Sache ist, ich könnte natürlich gucken, ob ich da hinten lang komme, aber komme ich natürlich nicht lang. Was gucke ich überhaupt? Das wäre ja viel zu einfach. Und wenn ich jetzt zu meinem Instinkt vertrauen sollte, würde ich sagen, der bleibt da stehen und der läuft jetzt gleich hier lang. Einfach, weil er es kann. Deswegen... Oh Gott, kommt der hier? Ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Ja, schon sagen. Geht mit dir ab. Der hat dich gesehen. Wer denn? Aber nur kurzzeitig. Der auf der rechten Seite hat dich kurz im Blick gehabt und dann wieder verloren. Was zum Henker? Tja. Ach, jetzt haben die Leiche gesehen. Richtig. Ja, ja. Das ist ja klar. Das spielt mir aber fast schon in die... Alter, fick dich. Mach mal Kuckuck. Oh. Komm schon, komm schon, komm schon. Steck deine Rübe raus. Oh, genau in dem Augenblick, wo ich abziehen will, zieht natürlich ein weiterer seine Waffe. Und ah, viel zu unübersichtlich.